So, wir gucken den anderen Fight. Wir haben Leon Mascher, den albanischen Vla. Leon, wir küssen dein Herz. Er ist auch Hamburger, wa? Ist auch Hamburger? Genau, ich glaube, ist auch Hamburger. Grüße ja? an Leon Mascher. Er hat miese Ansagen gemacht. Ich will jetzt sehen, was der drauf hat. So. Und kleiner Fun-Fact für die Leute. Es gab ein Angebot, dass ich gegen Leon Mascher kämpfen soll. Aber? Es wurde dann abgelehnt später. Also ein gemeinsamer Freund hatte mich angesprochen. Ich habe natürlich zugesagt. Es hat dann aber doch nicht geklappt. So, weil vielleicht wegen dem Gewichtunterschied, weiß ich jetzt nicht. Ich war wohl ein bisschen zu schwer. Wie viel wiegst du? Ich wiege jetzt, wiege ich 95. Halas, wir holen dir einen Gegner für nächstes Mal. Halas, mach live aber. So. Yalla, let's fight, der Maniak. Lass die ran jetzt hier. Oh, wie Panzer. Oh, okay. Rippenschläge. Der bearbeitet die Rippe. Hat auch gute Oberarme, der Leon, ne? Ja, aber rein boxtechnisch. Oh, okay. Ah, der, ja, der bückt sich zu viel, ohne nach vorne zu gucken, ne? Boah. Oh, okay. Man weiß gar nicht, was... Man, oh, okay. Aber man muss sagen, der Stani bearbeitet schon seine Rippe die ganze Zeit. Ja. Also es geht schon, irgendwann geht das so auf die Lunge, Alter. Ja. Richtig sauber und Treffer gab es, glaube ich, noch nicht. Ja, nee. Aber ich sagte eins... Nee, da, also, nee. Komm, wir geben nochmal zwei... Guck nochmal. Standard, geht es hier weitermacht. Dann werden sechs Runden lang. Ja. Bisschen zu viel Klammere hier so. Nee, das ist so. Na, guck nach vorne, Alter. Diese ständige Bücken, Freunde, müsst ihr auch aufpassen bei so einem Boxer. Wenn ihr euch immer bückt und nicht nach vorne guckt, dann könnt ihr könnt nach hinten losgehen, der Scheiß. Ja, beide Fälle hat der Marché Probleme da. Ja. Ich denke auch, dass mit vielen natürlich das Gewicht. Oh. Boah. Ja. Ja. Geht auf die Rippen. Ja, oh. Das ist ein harter Treffer. Also, guck mal, das mag hier wie eine wilde, unkontrollierte Schlägerei aussehen. Ist es auch. Also, ja, ich kann das jetzt ziemlich gut reden. Also, rein boxtechnisch gesehen hat mir der Kampf von Apo Red und von KS. KS Freak. KS Freak 100-mal mehr gefallen. Da war mehr Boxen. Das war mehr Boxen. Das hier ist irgendwas. Ist irgendwas. Aber nicht. Aber. Diese Schläge auf die Rippe die ganze Zeit, diese unkontrollierten genau. auf die Seite. Die sind hart. Mmh. Die sind hart. Schmerzhaft. Oh, der haut schon, der schon da die ganze Ey, guck mal, die Rippe, die ist schon angeschwollen ja. hier. Das ist 100% ein Bruch. Hast du gesehen, der hat auch so den Dini gemacht. Beim Laufen. Komm her, Manja, komm her! Ja. Boah, wieder auf die Rippe. Wieder auf die Rippe. Also der Stani ist ein Panzer, Digga. Bisschen unkontrolliert, aber Panzer. Boah, da war die Rippe wieder. Ey, die Rippe. Die Rippe hat's abgekriegt. Die ist matsch, ey, die ist matsch, die Rippe, ich schwöre. Ja, die... Aber momentan sehr, sehr schwierig für Leon. Ja, da sieht man auch schon. Er dreht sich halt auch... Er kriegt die Arme auch nicht mehr hoch, so wirklich. Er kriegt die Arme nicht mehr hoch. Also ich glaube, die Schmerzen an der... Was ist das? An der linken Rippe, glaube ich, sind maximal, glaube ich. Oder 100%. So. Maximum Schmerz. Jetzt, das ist das albanische Blut, auf das wir gewartet haben. Hast du den Uppercut gesehen? Ja, hab ich gesehen. Darauf haben wir gewartet. Ja, darauf haben wir gewartet. Oh, komm, der so. Tachi Sharon. Tachi Sharon. Du.
Nein, ab! Nein, Zina, nein! 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 Vom Kopf her! Nein, Zina! Kann nicht mehr. Nein, Sinan. Doch, Sinan, doch. Bahiyat Sinan. So hätte ich in meinen Kopf gedacht. Aber ich hab gedacht, ist weg. Nein. Bahiyat Sinan. Lang mach kein Fitna. Lang mach kein Fitna, wallah. Ich war auf Koran. Bahiyat Sinan. Guck mal, der kriegt deinen linken Arm nicht mehr hoch. Ja, die, ist ja, vorbei. Wallah ist vorbei. Ja. Darf er auch nicht zurückziehen, sondern muss jetzt. Man darf natürlich nicht vergessen, dass es auch. Guck mal, keine Deckung mehr. Ja, ja, klar. Und dann ganz vergessen. Boah, wieder die Rippe. Standard gewonnen, 100%. Bruder, das Ding ist gelaufen. Oh! Das Ding ist gelaufen. Da gab es eine miese rechte Bombe vom Schädel. Da gab es eine miese rechte Bombe. Boah, der Stani hat echt einen Punch. Der hat einen Punch, Junge. Oh, ja, doch nochmal eine 4 an 3. Oh, oh! Okay, Mascher kommt zurück. Doch nochmal ein paar Treffer? Doch nicht. Und, oh, schöne, schöne 4 an Folge. Oh. Aber wenn er das mit gebrochener Rippe noch hinkriegt, ist krass. So zu schlagen noch. Wenn die jetzt wirklich. Weiß jemand im Chat, ob die gebrochen ist? Eine Rippe, zwei Rippen? Was war das? Ich habe gerade was gelesen. Oh. Weißt du, zwei. Oh. Chat sagt zwei Rippen gebrochen. Ja, dann. Das ist einfach nur noch ein bisschen. Warte mal, ich will hier nichts verpassen. Aber man merkt schon bei beiden, dass es. Ach, zwei gebrochene Rippen, das kriegt man da Luft noch. Oh, Alter. Nicht schubsen. Boah, aber die Runde war ja maximal Action. Die Runde war Action. Und ich muss sagen, Leon ist hier zurückgekommen. Leon ist hier zurückgekommen, aber zu wahllos. Zu wahllos. Das war nichts Gezieltes, das war alles auf gut Glück. Das war alles auf gut Glück ein bisschen. Auf Hoffnung, ob einer trifft. Das war auch wild, das war so auf die albanische. So. So touchy, shut up, du. Und der Standard hat sich gedacht, na komm her, du. Komm mal hier, Jung. Ja, na, der so. Komm, jetzt grüße erstmal. Boom! Oh, wow, das war ein mieses Brett. Spannend, wie die Luft jetzt aussehen wird. Weil wenn das so. Nee, bisher haben wir ja geguckt. Ja, warte. Kein schöner Abend für Leon. Aber was mir an dem Standard geht, gut gefällt, er schlägt seine Führungshand. Er schiebt sie nicht nur nach vorne, sondern er. Also, Technik ist auf jeden Fall da. Und hier auch nochmal für das, was. Die zwei keine Profi-Boxer sind, vor allem auf Standardskill. Das erste Mal, wenn er links steht. Sehr stark. Das ist krass. Krass. Der Standardskill weiß, warte, dass der Problem mit Rippe hat. Das war, glaube ich, der Schlag. Ja. Das war das Ding, glaube ich. Okay, das hat der Schiri auch direkt gesehen. Aber hey, komm. Man muss trotzdem Applaus für Leon Mascher machen. Komm. Wallah. Der hat mit gebrochener Rippe durchgezogen. Standardskill, Bruder. Stark. Ne, Stani. Hätte ich nicht gedacht, Alter. Das ist ein Panzer. Ist wirklich ein Panzer.